Wusstet ihr, dass 2019 das meistverkaufte PlayStation 4 Exklusivspiel Days Gone war? Wie? Das hatte bei Metacritic doch nur eine 71. Ja, aber Spielewertungen sind ja auch irgendwie komisch, oder? Moin, moin, moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu... Ach ja, solche Kritiken und Wertungen machen schon so einiges her. Und sie gehören ja auch irgendwie zu Videospielen dazu. Wer verschwendet schon gerne seine Zeit mit 60er-Spielen oder mit einer 5 von 10? Die Meisterwerke, die 90%-Spiele, das sind doch eigentlich die Games, die wir alle zocken wollen. Zumindest aber wollen wir unser Geld nicht verschwenden für ein Spiel, das schlecht oder technisch gar so eine Katastrophe ist, dass es überhaupt nicht läuft. Ich gebe zwar zu, dass ich einem Ride to Hell Retribution trotz oder gerade wegen seiner Schwächen durchaus etwas abgewinnen kann, aber eigentlich brauchen wir doch Tests, Reviews und Wertungen. Am besten unmissverständlich und unkompliziert. Und jeder hat da ja so seinen ganz eigenen Commodus, der für uns möglichst prägnant und eindeutig anhand einer Geste bzw. in diesem Fall einer Zahl das Urteil richten darf. Ob GameStar, M-Games, IGN oder euer Lieblingsinfluencer. Aber was soll der Quatsch eigentlich? Denn ganz ehrlich, wie kann man etwas so Subjektives wie ein Videospiel so objektiv wie möglich und anhand einer Zahl beschreiben? Offensichtlich sagt eine Wertung nicht immer alles über ein Videospiel aus. Deswegen bewerten und reden wir heute mal über Videospielwertungen. Zuallererst müssen wir uns aber mal anschauen, wie überhaupt gewertet wird. Und ich meine damit jetzt nicht die einzelnen Teile eines Spiels wie Grafik, Sound, Spielspaß und so weiter, sondern wie das Urteil ausgedrückt wird. In deutschen Magazinen wird zum Beispiel gerne eine 100er-Skala genutzt. Die Amerikaner hingegen nutzen gerne ein System von 1 bis 10. Aber es gibt auch Sternensysteme oder andere Maßeinheiten. Das Problem dabei ist aber, dass sich diese Wertungen sehr schlecht miteinander vergleichen lassen und auch innerhalb nicht wirklich schlüssig sind. Trotzdem gibt es aber natürlich Aggregationswebseiten wie Metacritic, die einen einheitlichen Mittelwert errechnen und der ist nicht nur für Spieler, sondern auch für die Entwickler selbst wichtig. Ich habe schon allzu oft gehört, dass Publisher entsprechende Boni an die Studios zahlen, sofern ein bestimmter Metascore erreicht wird. Das macht ja auch irgendwie Sinn und sorgt für entsprechende Motivation, aber es ist halt auch nicht ganz unproblematisch. Denn wie ich schon sagte, nicht alles ist leicht vergleichbar und auch in ihrem System selbst sind diese Wertungseinheiten nicht immer klar. Man kann zwar alles, wie es zum Beispiel auch Metacritic macht, auf ein 10er-System runterbrechen, aber das entspricht halt oftmals nicht den Kernaussagen des ursprünglichen Wertungssystems. Ein Beispiel: In Deutschland ist gefühlt seit Jahren der goldene Standard für ein Meisterwerk 90%. Ob GameStar, GamePro, PC Games, Maniac oder sonst wer, Spiele, die diese Wertung erreichen, haben es geschafft. Für viele ist es sogar extremst diskussionswürdig, ob ein Spiel nur eine 89 bekommt oder es doch in den 90er-Club schafft. Im internationalen Vergleich und vor allen Dingen im 10er-System sind aber 9,5 oder eine 10er-Wertung eher der Bereich, in den man diese besonderen Spiele ansiedelt. Wenn die GamePro also das absolute Ausnahmespiel Uncharted 2 mit einer unfassbaren 92 würdigt und Eurogamer dies ebenfalls tut, dafür aber eine 10 gibt, dann sind das auf Metacritic nicht nur ein Unterschied von knapp 10%, obwohl beide ziemlich das Gleiche mit ihrer Wertung ausdrücken wollen, sondern es bedeutet auch, dass die 92 sogar den Gesamtschnitt des Spiels herunterzieht, obwohl es halt im Vergleich zur eigenen Wertungsskala eine ungewöhnliche Höchstwertung bedeutet. Außerdem sind die Wertungssysteme an sich auch immer recht komisch aufgebaut, beziehungsweise sie besitzen recht viel tote Masse. Es gibt so den 9er bis 10er bzw. 90er Bereich für Superspiele, danach die 80er für sehr gute Spiele, dann die 70er für Durchschnittskost oder Fanspiele und alles, was darunter fällt, ist doch ehrlich gesagt vollkommen egal. Wieso sind also fast 60% der meisten Wertungseinheiten dafür reserviert, um auszudrücken, wie schlecht ein Spiel ist? Ob ein Spiel nun eine 52 oder eine 28 bekommt, das ist doch fast egal. Jedem ist klar, dass er hier seine Zeit verschwendet. Eigentlich will man doch nur wissen, ob ein Spiel im grünen, gelben oder roten Bereich ist. Leider haben sich hier aber mittlerweile einfach andere Standards gebildet. So beschreiben mehrere deutsche Magazine den Bereich zwischen 50 und 59 als Durchschnittskost. Und für mich sind durchschnittliche bzw. mittelmäßige Spiele manchmal durchaus einen Blick wert. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige.
Nur für die meisten ist der Bereich, in dem sich diese Spiele befinden, eher so um die 70 bis 75. Und es würde doch niemand auf die Idee kommen, ein ordentliches mittelmäßiges Spiel mit einer 55 zu bewerten. Das wäre im Auge der Allgemeinheit doch ein totaler Flop und für die Entwickler und den Publisher eine Vollkatastrophe. Dabei ist es doch aber Durchschnitt und das ist doch vollkommen okay, oder? Und obwohl die Zahlen des Beispiels hier nicht ganz mit dem übereinstimmen, was ich behaupte, wird doch klar, dass sich eigentlich alle einig sind, dass Rage 2 maximal Durchschnitt ist. Nur, dass die Kritiker dies nicht ganz so deutlich darstellen wie die Spieler. Worauf ich also hinaus will, wenn man schon so detaillierte und explizite Wertungssysteme hat, warum nutzt man sie denn nicht auch entsprechend ihrer Bandbreite und Definition? Einer der wichtigsten Aspekte ist aber auch, wer hat das Spiel überhaupt bewertet? Professionelle Tester in Videospielmagazinen und auf Webseiten versuchen zum Beispiel immer einen sehr objektiven und möglichst ausführlichen Eindruck zu vermitteln. Dafür weiß man dann aber auch nicht immer so wirklich, wie man den Autor einschätzen soll, beziehungsweise was seine Werte, Erfahrungen oder Kompetenzen sind. Wie soll jemand ordentlich ein Racing-Game bewerten, wenn er keine Ahnung von den Mechaniken hat oder keine Vergleiche zu ähnlichen Spielen ziehen kann? Wenn ich als absoluter Rennspiel-Noob und jemand, der solche Spiele so gut wie nie spielt, euch also sage, dass Gran Turismo Horizon ein tolles Spiel ist, dann merkt ihr sofort, dass ich keine Ahnung habe. Gleichermaßen könnte es dann aber für Spieler, die auch so wenig mit dem Genre zu tun haben, interessant sein. Es ist halt immer eine Frage der Perspektive. Wenn GTA 5 also euer erstes GTA war, dann wirkt es natürlich auf euch ganz anders und viel aufregender als auf jemanden, der bisher alle Teile der Reihe gespielt hat und es so automatisch auch mit ihnen vergleicht. Ähnlich verhält es sich auch mit zu hohen Erwartungen und mit Hype. Und um nochmal auf das Beispiel Days Gone zu sprechen zu kommen. Eines der größten Probleme, in Anführungszeichen, neben ein paar technischen Startschwierigkeiten war wohl, dass das Spiel von den Kritikern automatisch mit den anderen großen Sony First-Party-Titeln der letzten Jahre verglichen wurde. Und so ehrlich muss man sein, es ist kein Bloodborne, God of War oder Spider-Man. Aber es ist halt immer noch ein verdammt gutes Spiel und die Wertung mag zwar den Unterschied zwischen diesen Spielen verdeutlichen, aber es verdeutlicht nicht die eigentliche Qualität des Spiels. Die Verkaufszahlen und die Userwertung sprechen hierfür eine eindeutige Sprache. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Bewertungseinheit, dem User-Score. Und oh mein Gott! Die Schwarmintelligenz und das anonyme Fachwissen der Keyboard-Warrior gebündelt in einer einzigen Zahl. Das kann doch gar nicht funktionieren, oder? Im Internet gibt halt jeder seinen Senf dazu und auch sowas wird dann halt auf Seiten wie zum Beispiel Ranker, Metacritic oder ähnlichem festgehalten. Glaubt zum Beispiel auf keinen Fall den Rezensionen auf Amazon. Nicht nur, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass hier teilweise Accounts gehackt werden, um Fake-Reviews zu schreiben, nein, hier treffen auch einfach zwei unterschiedliche Ebenen aufeinander, die das Ergebnis teils dramatisch verwässern. Der Großteil bewertet zwar das Produkt, aber einige halt auch den Versand oder den Verkäufer. Und mich interessiert zum Beispiel nicht wirklich, dass die CD zwar Kratzer hatte, aber einwandfrei funktionierte, sondern eher die Qualität des Spiels selbst. Man muss bei Userwertung also generell immer ein wenig vorsichtig sein und sollte auf jeden Fall auch differenzieren. Multiplayer-Spiele oder Games mit einer großen Fanbase werden zum Beispiel immer sehr kritisch beäugt und schnell Opfer von schlechten Wertungen, wenn sie auch nur ein kleines bisschen von ihrer Norm abweichen oder mal etwas Neues wagen. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als im Internet mit Fanboys zu diskutieren. Ey, Herr Jansel, wie findest du dieses Spiel? Ja, das Spiel ist super. Ich mag die Welt und die Story, aber... Wie aber? Naja, versteh mich nicht falsch, das Spiel ist super, aber... Wie aber? Ja, dann hast du es auf der falschen Plattform gespielt. Hä? Das ändert doch nichts am Gameplay. Und ich sag ja, ich mag das Spiel, aber... Falsch! Was falsch? Du hast keine Ahnung! Du wolltest doch meine ehrliche Meinung hören, oder? Du Stück Wie kannst du es wagen? Du Ich mach dich... Ja, nee, hast recht, ist geil. Grundsätzlich geben Userwertungen aber schon eine halbwegs repräsentative Meinung über ein Spiel wieder. Man muss es halt nur richtig einschätzen können. Manchmal bin aber auch ich ratlos. Animal Crossing zum Beispiel hat von den Kritikern eine 91 bekommen und von den Usern nur eine 6,3. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel und es ist ehrlich gesagt auch nicht mein Genre, aber es ist doch zurzeit in aller Munde. Alle spielen es und alle feiern es irgendwie. Was ist da passiert? Bitte, klärt mich auf. Das Wichtigste an einer Wertung ist aber natürlich sowieso der Inhalt. Also welche Dinge, Faktoren und Umstände führen zu dem schlussendlichen Ergebnis, zu dieser ominösen Wertungszahl? Und da kann und sollte man auch einiges beachten. Wann wurde das Spiel zum Beispiel bewertet? War es die Verkaufsversion oder eine spezielle Vorabversion des Herstellers? Schließlich lassen sich hier ja einige Elemente, die den meisten Testern nicht immer so gut gefallen, recht elegant verbergen. Mikrotransaktion!
Der Zeitpunkt eines Testes ist heutzutage, und das habe ich auch schon mal in einem Video angesprochen, gleichermaßen Fluch wie Segen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spiele mittlerweile nicht ganz komplett oder vielleicht gar absichtlich halbfertig auf den Markt kommen, und andererseits bieten Patches Entwicklern aber auch die Möglichkeit, ihr Spiel nachträglich zu verbessern und zu optimieren. Und wenn diese Änderungen halt nicht in Tests und Reviews oder gar auf Aggregationswebseiten festgehalten werden, dann geben sie halt auch nur ein verfälschtes Bild des Spiels ab. Und das kann, wie gesagt, in beide Richtungen gehen. Für mich gehört zu einem Test aber auch dazu, dass man ein Spiel, soweit das natürlich geht, komplett durchgespielt hat. Gerade Enden sind für mich immer ein prägender Teil eines Spiels, und sie können die Meinung über Spiele durchaus in die ein oder andere Richtung abändern. Also wenn man etwas als Test oder Review deklariert, dann erwarte ich auch, dass man das ganze Spiel gesehen hat. Und wenn nicht, dann sollte man explizit darauf hinweisen. Ich will jetzt auch niemanden bloßstellen oder Gegenteiliges behaupten, aber wenn die M-Games in der aktuellen Ausgabe Tests zu Animal Crossing, Romance of the Three Kingdoms 14, Rune Factory 4, Pokémon Mystery Dungeon, Undernight Inbirth Exe, Langrisser 1 und 2, La Mulana 1 und 2, Samurai Showdown und 5 weitere Reviews veröffentlicht, die alle vom selben Autor geschrieben sind, dann frage ich mich schon, wie intensiv die jeweiligen Spiele getestet wurden oder ob dort ein Zeitreisender arbeitet. Naja, ist ja auch egal. Wichtig ist im Endeffekt ja sowieso nur, ob einem das Spiel nach den eigenen Maßstäben gefällt, beziehungsweise dass man weiß, wie der, der euch das Spiel testet oder empfiehlt, tickt und gegebenenfalls die gleichen Maßstäbe nutzt. Und da wir hier auf meinem Kanal sind, kann ich natürlich auch nur von meinen Maßstäben und meinen Vorstellungen berichten. Für mich zum Beispiel ist Länge nie ein Qualitätsmerkmal. Ja, witzig, hahaha. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Oder mir ist Story und Atmosphäre deutlich wichtiger als Technik oder Grafikpracht. Solange es den Spielspaß nicht stört, würde mich das in meinem Urteil normalerweise nicht groß beeinflussen. Eins meiner Lieblingsspiele, Nier, auf der PlayStation 3 hat zum Beispiel nur einen Metascore von 68. Mich interessiert das aber nicht, und vor allen Dingen interessieren mich nicht irgendwelche technischen Schwächen, simple Landschaften oder was man dem Spiel sonst noch so vorwirft. Für mich ist das eine glatte 10. Oder ein aktuelles Beispiel, das neue Ori für die Xbox. Das Spiel ist wirklich toll und wunderschön, aber auf meiner normalen Xbox erlebe ich leider ständig das. Ruckler und Frame-Einbrüche, die teilweise echt krass meinen Spielfluss stören. Und obwohl es diese auf dem PC und der Xbox One X wohl nicht gibt, finde ich es natürlich schon irgendwie blöd, dass ein Spiel für die Xbox, das unter dem Banner der Xbox Game Studios veröffentlicht wurde, offensichtlich nicht für eine normale Xbox optimiert ist. Aber eigentlich ist mir das total egal. Über sowas kann ich hinwegsehen, weil mir andere Dinge einfach wichtiger sind. Es ist optisch und spielerisch wirklich super, und ich kann mich dann mit solchen Dingen halt gut abfinden. Das stört mich einfach nicht. Und ich glaube auch, dass dies nur ein temporäres Problem ist, das bald behoben wird. Aber ich kann durchaus verstehen, dass jemand, der die gleichen Probleme hat, dieses Spiel nicht unbedingt als eine 90 sieht. Wie kannst du das sagen? Mach dich zu Ende! Dicke, du dumme Schwitzbull! Können wir noch ein Selfie machen?